Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind hier auf der Gamescom, wie man unschwer erkennen kann, mit dem TubeNow-Team. Und das hier ist der TubeNow-Videobericht zur Gamescom. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich drinnen. Wir sind jetzt hier drinnen in der Messe und Mari hat ja keinen Führerschein, aber versucht sich trotzdem mit dem Auto fahren. Ja, also ich kratze hier gerade mal die erste Kurve und du siehst, also ich lande schon mal im Sand drin. Total super das Ganze und ich werde euch jetzt mal zeichnen, dass man nicht unbedingt den Führerschein braucht, um gegen die Wand zu fahren. Ne? Also du wackelst hier ganz schön. Das mit dem gegen die Wand fahren kriegst du gut hin, glaube ich. Ja, das kriege ich schon hin, ja. Wir stehen hier jetzt mit der weltberühmtesten Kuh der Welt. Was haben Sie dazu zu sagen? Na gut, dann kommt da auch schon wieder ein Sarrazin angelaufen, der darf auch noch mal Hallo sagen. Hallo. Na gut. Dass uns weinen soll, damit der Walle nicht mehr stört. Ah, der crasht immer diese Interviews. Schweinerei. Besonders gespannt, dass man zum ersten Mal Metal Gear zum Beispiel anspielen kann. Oder beziehungsweise war gespannt, ich durfte es dann auch schon anspielen. Es gibt tatsächlich ein paar Neuankündigungen, beziehungsweise auch einfach Spiele, die man jetzt neu anspielen kann, das man auf der E3 nicht konnte. Und jedes Jahr ist natürlich immer unser Highlight, die Community, dann eben auch mal live zu treffen. Ne? Ja. Für uns ist die Gamescom eben immer eine ganz tolle Veranstaltung insofern, dass wir halt die Fans mal treffen oder die Zuschauer, sage ich ehrlich gesagt lieber, die dann immer zahlreich bei uns an der Bühne aufschlagen. Es ist jetzt Donnerstagvormittag, kurz nach 10 und die ersten stehen tatsächlich schon an der Bühne. Das macht immer riesig Spaß, dann die Leute, die deine Videos schauen, noch mal zu treffen, mal die Hände zu schütteln, ein Foto zu machen und sich ein bisschen zu unterhalten. Der Harry hat gesagt, dann gehst du halt dahin und dann bekommst du auf die Fresse. Dann gehst du nochmal dahin, dann bekommst du nochmal auf die Fresse. Aber dann gehst du nochmal dahin und dann gibst du den auf die Fresse. Und so war die ganze Präsentation. Da war 18 Uhr, da hatten sie schon 3 Bier-Intus. Das war sehr unterhaltsam. Und dann auch der Björn Pankratz, der Chef von Piranha Bytes, genauso drauf. Kann ich sehr empfehlen, falls ihr den mal treffen könnt, macht das unbedingt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist reiner Zufall und es schaudert mich, das zuzugeben. Aber ich stehe hier mit Rainer Schauder. Hallo. Ich bin schon damals, als ich bei einer alten Berufsstätte war und eingekauft habe fürs Büro, dann mit einer Rolle Klopapier unterm Arm erwischt worden von 3 Leuten, die dann ein Foto mit mir machen wollten. Und ich stand da so mit Tüte und dachte mir so, das ist jetzt doch ein bisschen doof, ne? Ja, mich erwischen sie immer dann, wenn ich meine Frisur nicht gemacht habe. Immer. Was wäre die Gamescom ohne Cosplay? Und natürlich gibt es jedes Jahr viele, viele Cosplayer auch wieder auf der Gamescom. Warum Cosplay? Wie kommt man auf sowas? Warum macht man das? Also natürlich kommt es daher, dass man vielleicht Animes oder Mangas gesehen hat, wo Figuren sind, die einen inspirieren oder die einen faszinieren. Deswegen versucht man sie nachzustellen. Ich weiß nicht, ich war auf dem Japan-Tag und war ziemlich begeistert von den ganzen Cosplayern. Und da dachte ich mir, bestelle ich mir selber mal so ein Kostüm. Selbst machen liegt mir nicht so. Und ja, das macht mir Spaß eigentlich, von Leuten angesprochen zu werden. Du zum Beispiel. Oder von irgendwelchen Leuten, die halt Fotos machen wollen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich erkenne den Charakter jetzt nicht. Wer bist du und warum hast du dich ausgerechnet für den Charakter entschieden? Der Bär kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Ich stelle Annie aus League of Legends dar und habe den Skin Gothic Annie. Und ich habe sie genommen, weil ich sie im Spiel sehr, sehr gerne spiele und weil ich so ihr Düsteres sehr gerne und mag und sehr cool finde. Ich dachte doch, diesen Bären kenne ich irgendwo her. Ich weiß nicht, ich fand seine Art immer ganz cool, besonders so in den ersten Mangas. Vor allem, na verdammt, die Maske rutscht. Dass er halt, er ist eigentlich der coolste Charakter überhaupt, weil er macht alles mit irgendwie mit einer Hand, liest nebenbei noch sein Buch und ja.
Gamescom 2015 geht zu Ende. Wir haben Sonntag, den letzten Messetag. Noch ist hinter mir alles voll, aber schon morgen wird hier drin gähnende Leere herrschen. Genauso wie in unseren Herzen, wenn wir schwer deprimiert sind, weil die Gamescom schon wieder zu Ende ist. Ich freue mich trotzdem sehr darauf, bald wieder ein warmes, weiches Bett zu haben, in dem ich mich niederlassen und schlafen kann. Denn es waren zwar sehr, sehr schöne und ereignisreiche Tage. Ich hatte sehr viel Spaß, aber es war doch halt auch sehr, sehr stressig, die ganze Zeit viel rumzurennen, wenig zu schlafen und so weiter. Und ja, ihr da draußen werdet jetzt aber natürlich nicht schlafen, denn es gibt hier unten noch zwei weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Direkt in der Mitte unter mir könnt ihr abonnieren, um dran zu bleiben, um nichts mehr zu verpassen, was hier auf dem Kanal so passiert. Und oben in den Ecken findet ihr die privaten Kanäle von den Menschen da hinter der Kamera, die Merry Mania und von mir. Und ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen über die Messe schlendern und vielleicht so den einen oder anderen Energy Drink abgreifen, denn ich bin müde und ich brauche dringend Energy.